Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind hier im Chapter 1 of Forest. Ihr seht jetzt, wir haben 48% abgeschlossen und wir haben 8 Bandages. Wir könnten jetzt ins Chapter 2 gehen. Ihr seht auch oben, wir haben da 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Fragezeichen. Chapter 2, The Hospital, sieht schon wieder ein bisschen gefährlicher aus. Werden wir jetzt aber noch nicht hingehen, denn wenn wir in den Forest gehen, können wir durch einen gezielten Klick auf die Taste... Ja, das brauchen wir nicht nochmal gucken. Werden wir durch einen gezielten Klick auf die Taste... Wartet. Auf die Taste X in die Dunkelwelt starten können. Ich weiß nicht, wo X ist. Da ist X. Und jetzt sind wir hier immer noch im Kapitel 1. Wieder die 20 Level. Es sind im Prinzip die gleichen, aber ein bisschen schwieriger, ein bisschen verändert. Wir gucken einfach mal rein. Ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich auf den ersten Blick erkennen. Sie sind quasi nicht zu übersehen. Auch hier gibt es wieder Bandages, hier gibt es auch wieder Portal, also ne, so Warp Zones und so weiter und so weiter. Wir müssen die Augen aufhalten, vielleicht immer mal so in der Wiederholung gucken, ob da irgendwo ein... Hallo? Nächstes Level, danke. In den Wiederholungen immer mal wieder gucken oder am Anfang einfach mal gucken. Oh, da oben ist Glitch Girl, also jetzt ist sie weg, scheiße, ich hätte ins... Ne, das wusste ich nicht. Ah, das ist so eine Spezialwelt nochmal. Ich weiß nicht ganz genau. Jetzt sie aber weg. Ich wusste nicht, dass sie weg ist, wenn ich mich töte. Genau, hier ist jetzt auch ein Bandage in dem Level. Deswegen, ich dachte ja erst am Anfang, hier haben wir auch direkt A+, wunderbar. Ich dachte ja, ich denke immer in dem normalen Level, also in der normalen Welt ist da ein Bandage, aber es ist nicht so. Hier ist eins. In der Dunkelwelt. So, ist hier auch ein Bandage. Würde sich anbieten. Nee. Hab ich irgendwas verpasst? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe alles. So. Ich glaube aber, hier ist ein Pflaster. Scheiße. Ist egal, wir sind zwar jetzt mega langsam, aber wie gesagt, ich glaube, hier ist ein Pflaster. Und von dem her... Nicht? Okay, ist kein Pflaster. Wie gesagt, wir müssen die Sachen halt alle irgendwie noch finden. Aber das werden wir halt, ne? Wir können ja auch... Jetzt habe ich wieder... Nö, ich... Ich wollte es mir abgewöhnen. Wir können ja bei Zeiten, also wir können ja auch bei Zeiten immer wieder zurück. Da sind ja echt auch meistens kurze Level, schnelle Level, Level, bei denen man mit Sicherheit sehr viel Zeit verbringen kann teilweise. Je nachdem, wie schwierig sie halt sind. Ich glaube, es leckt gerade auch ein bisschen. Es tut mir leid, aber so zum... Also es sieht so aus, als könnte man spielen. Das wird halt einfach die große Frage bleiben. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie der Meinung seid, das kann man sich ja nicht angucken... Ich denke immer, dass da oben ist ein Bandage. Ich habe trotzdem noch A+ geschafft. Ist hier irgendwo eins? Ja. Oh, da war wieder Glitch Girl. Hier, ich weiß nicht, wie sie richtig heißt. Also die ist halt da ein bisschen am rumglitschen. Und da kommt man halt in... Wird man in so eine Welt teleportiert. Mal gucken, ob wir sie nochmal erwischen irgendwann. Oh, Alter, kannst du da einfach mal durchspringen? Das wäre wirklich von Vorteil. Warum springe ich denn immer dagegen? Willst du mich verarschen? Einfach nicht nachdenken, einfach hoch, zack, wunderbar durch. So einfach, ne? Nächster Level. Ach, ich muss auf die Uhr gucken, einmal kurz. Ist hier auch kein Bandage? Ich wäre sicher, also ich hätte drauf schwören können, dass da irgendwo ein Bandage ist, also ein Pflaster. Apropos Pflaster, es ist ein unglaublich guter Übergang. Ich bräuchte ein Pflaster. Ich habe mir nämlich extremst in den Finger geschnitten. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie extrem das ist. Das war so unnötig, dieser Tod. Ich bin halt auch immer am gucken, ob hier noch irgendwo ein Bandage ist. Logischerweise, aber sieht nicht so aus. Nee. Ich habe mir übelst, wirklich übelst in den Finger geschnitten. Oh, es ist so blöd gewesen. Ich weiß, was habe ich nochmal gemacht? Ich wollte... Da oben ist ein Pflaster. Ich wollte mir heute Reis mit Süß-Sauersoße machen und dazu Bratwürstchen, diese kleinen Nürnberger oder wie man die auch immer nennen mag, ne? Diese halt einfach Bratwürstchen in kleinen, weil die großen gibt's ja auch irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Aber naja, das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall wollte ich mir das halt machen und ich wollte die ach genau, ich habe mir einen Beutel Reis gekocht und halt die Bratwürstchen gebraten und dann war der Reis irgendwann fertig, logischerweise macht Sinn, ne, wenn man Reis kocht, wird er irgendwann fertig. Ja. Das ist einfachste Physik wahrscheinlich. Hoffe ich. Auf jeden Fall muss ich mich
einmal kurz hier konzentrieren und es verkacken. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ah, bitte. Ich bitte dich. Da komme ich doch an beide. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich, ne, hab den Beutel, den Kochbeutel Reis da rausgenommen. Und ein A+. Wunderbar. Das war wichtig. Ah, scheiß Level. Und jetzt haben wir nämlich 10 Pflaster und jetzt haben wir, wie heißt der? Headcrab freigeschaltet von Half-Life. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe Half-Life auch noch nie richtig gespielt. Half-Life 2 Deathmatch mal ein bisschen mit Kollegen früher immer, aber war jetzt auch nicht so. Ach so, da war noch eine Säge im Boden, die habe ich nicht gesehen. Ist hier irgendwo ein Pflaster? Glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich dann den Kochbeutel Reis aufmachen wollen mit einem Messer. Und das ist gar kein scharfes Messer. Also es ist jetzt, ich glaube, hätte ich ein scharfes Messer in der Hand gehabt, wäre mein Finger ab gewesen. Das war so ein Messer zum Brotschmieren. Ich denke, da könnt ihr euch alle irgendwas drunter vorstellen, was eure Fantasie zulässt. Das war im Prinzip ein Messer zum Brotschmieren. So, schlicht und ergreifend. Und es, mit so einem Messer habe ich mir übelst in den Finger geritzt. Wirklich, man könnte meinen, ich wäre ein Emo. Emo-Witze. Darf man Emo-Witze bringen? Ja, man sollte aufpassen, man könnte sich dran schneiden. Ich habe letztens irgendwas gelesen. Ach genau, ich wollte gerade sagen, warum laufe ich hier hin? Hier ist eine Warp Zone. Ich habe letztens irgendwas gelesen und zwar... wie schneidet... Ah, genau. Was macht eine Pizza... Irgendwie, was ist eine... Was macht eine Pizza, die ein Emo ist? Die schneidet sich selber oder so. Voll lustig, wa? Ja, als ich es gelesen habe, war es ein bisschen besser. Hat mein kleiner, dummer Bruder auf Facebook gepostet. Der ist... Mein Bruder ist so einer, der postet alle dumme, jede dumme Scheiße postet der. Jetzt sind wir hier dreimal gestorben, aber wir haben die Warpzone halt freigeschaltet und können deswegen immer und immer wieder rein. Ich glaube, uns fehlen Verbände. Also, was heißt, ich glaube, wir haben auf jeden Fall welche verpasst. Ich war blind. Es liegt wohl am Let's Play. Naja, auf jeden Fall. Mein kleiner Bruder schreibt immer jede Scheiße in Facebook. Ich habe ihm schon so oft gesagt, Junge, wenn du dein Ausbilder und so, bla bla bla, er macht jetzt eine Ausbildung und eine... Die gucken da rein. Aber ist ja auch egal. Ist ja seine Sache. Auf jeden Fall hat er das halt da geschrieben. Und das, als ich das gelesen habe, war es ein bisschen lustiger. Emo-Witze. Ja, ja. Können auf jeden Fall lustig sein. Ne? Gute Emo-Witze. Ist immer ein Lacher wert. Aber ist ja auch... Wird sich ja auch hier und da mal echauffiert drüber. Ich meine, warum nicht? Ne? Es wird ja über jede Person... Du kannst ja über... Witze können ja über jeden gemacht werden. Meine Fresse, wenn jemand einen dicken Witz macht, sag ich auch nicht, ey, du dünner Spast. Ich bin dick, lass das. Nein, wenn er gut ist und wenn da eine gute Pointe drin ist, lacht man darüber. Egal, was das für ein Witz ist. Und wenn du keine Arme hast und dann kommt einer und sagt, keine Arme, keine Kekse, ist voll lustig. Also ich find's lustig. Ich hätte lieber einen Freund, der keine Arme hat und darüber lacht, als einen Freund, der Arme hat und nicht darüber lacht. Macht das Sinn? Ist eigentlich egal, ob wenn mein Freund ist, also, naja, das klingt jetzt wieder so ein bisschen homo, ne, wenn ich einen Freund habe. Warum Game Over? Ja, das Problem ist, jetzt müssen wir wieder ganz vorne anfangen. Ist aber nicht so schlimm. Wenn man einen Kumpel hat, ne, und der hat keine Arme, ist es halt, ja, egal, wenn es dein Kumpel ist. So, dann fütterst du ihn halt. Meine Fresse. Was soll's, ne. Aber, ja, deswegen, eigentlich ist es egal. Die Aussage von mir war Schwachsinn, weil man sie so nicht aussagen kann, weil so hat sie einfach keine Aussagekraft inne. Ist auch egal. Ich wäre jetzt ungern gestorben. Und Pflaster und gut und runtergefallen. Ja, und auf jeden Fall, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Wie bin ich jetzt auf den Emo-Witz gekommen und was wollte ich eigentlich sagen? Warum bin ich auf Emo-Witze gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Der Gedanke erschließt sich mir auch überhaupt gar nicht mehr.
Worüber ging es denn da? Ach ja, ich habe mich geschnitten. Darüber habe ich geredet, oder? Ah, ich bin so ein... Ich bin wirklich ein Vollidiot manchmal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich geschnitten. Es tat ein bisschen weh. Oh, fuck, Mann. Das Pflaster ist ein bisschen schwierig. Und ja, das war halt kein scharfes Messer, sonst hätte ich mir, glaube ich, den Finger abgeschnitten. Aber... Nein, nein, nein. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen geweint. Nein, ich habe nicht geweint, aber ich habe ein... Boah, das tat weh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das tat so unfassbar weh. Ich habe direkt meinen Finger unter Wasser gepackt, weil ich habe mal gelernt, das soll helfen. Und es hat auch geholfen. Die Blutung hat dann relativ schnell aufgehört. Hat aber auch geblutet wie Sau, ey, wirklich. Das war... Wäre ich gerade geschlachtet geworden gewesen, getäten. Ah, ich stand doch drauf. Ja, und jetzt einfach nur, danke. Ja, und ich wollte halt diesen Reisbeutel aufschneiden. Ich habe den schon ein bisschen, ich hatte den schon offen. Und dann wollte ich den noch ein Stück weiter aufschneiden. Steck das Messer so in den Beutel und hatte meinen Finger dann vor dem Messer und will so ziehen. Und dann rutscht das Messer vom Beutel ab und zack, in meine Hand rein, ey. Das hat gespritzt. Bis unter die Decke. Ungefähr. Ne, so Pi mal Daumen. Und so Pi mal Daumen bis unter die Decke. Das war der Wahnsinn. Da ist wieder Glitch Girl. Ich würde gerne nicht sterben. Nicht sterben. Nein, nein. Jetzt komme ich nämlich in die Bug World oder in die Glitch World oder keine Ahnung. Das ist ein bisschen creepy. Das ist, glaube ich, auch nur ein Level. Das ist auch nicht auf Zeit. Oder? Nee. Das ist nicht auf Zeit. Man muss ja auch einfach nur durchkommen. Das ist aber schon ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Also es geht eigentlich. Es setzt sich in Grenzen. Ich habe aber bei dem, an dem Level ein bisschen gesessen tatsächlich. Weil ich auch immer so dumme Fehler mache. Sowas wie hier. Manchmal springt Meatboy nicht. Aber ist nicht so schlimm. Das war knapp, das war knapp. Das war eigentlich ganz gut. Warum ist Glitch... Die Glitch World jetzt nicht da? Spaceboy. Da habe ich zwei Pflaster. Warte mal kurz. Die Lichtwelt. Ah, da oben ist sie. Da oben ist sie. Ich bin gerade am überlegen, habe ich hier noch ein Portal... Ich habe hier in der normalen Welt noch ein Portal vergessen. Ich weiß aber nicht genau wo. Das müssten wir gleich nochmal suchen. Bla 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 bla. Ach ja, Meatboy. Ja, und da habe ich mir mega in die Hand, in den Zeigefinger gesemst. Zum Glück der Zeigefinger von der linken Hand, weil den Zeigefinger von der rechten brauche ich für Sonic. All-Stars Racing. Das wäre jetzt echt ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber naja, mal gucken. Vielleicht geht's ja auch morgen. Ja, ich muss mal ein Pflaster drauf machen morgen oder so. Und dann kann ich damit auch wieder zocken. Also ich kann ja auch jetzt so zocken. Den Zeigefinger braucht man ja eigentlich nicht. Ja, jetzt hier vielleicht ein bisschen Konzentration. Ein bisschen Konzentration und Spucke. Um hier ein bisschen voranzukommen, wäre von Vorteil. Ich ist gerade kurz nach 10 und ich muss gleich noch in den Stream von Sozi. Das heißt, muss. Ich wurde eingeladen und ich hatte Lust. Mal gucken, was wir machen. Weiß ich selber noch nicht. Und, ja. Ne? Nach meinem Stream-Marathon letzte Woche jetzt so ein kleiner Gastauftritt. Damit kann man leben. Und mein eigener nächster Stream, ich plane auf jeden Fall schon wieder in meinem Kopf. Also ich habe Lust. Tatsächlich. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich habe wirklich schon wieder Lust zu streamen. Ich habe überlegt, ob ich nächste Woche streame, aber da will eventuell der Wollo streamen. Weiß ja aber noch nicht ganz genau. Und der Dexter wollte auch mal wieder so einen richtigen, also auch mal wieder streamen, vielleicht mal so einen richtigen ersten Stream. Dafür wird natürlich auch Platz gehalten, ganz klar. Wenn der Dexter sagt, hier will ich und so, dann darf er das natürlich. Und so muss man sich dann auch ein bisschen absprechen. Und ich habe ja erst vor zwei Wochen das Wochenende, oder letzte Woche, das Wochenende blockiert. Von daher ist da durchaus Luft. Ja, ist eigentlich ganz cool, ne, wenn man so ein paar Leute zusammen hat, so in einer kleinen Community auch so, ne. Wir sind ja jetzt hier Sozi, Dexter, Wollo, ich. Wir sind ja schon so ein kleines Grüppchen. Wir machen ja auch privat dann oft mal was zusammen und da spricht man sich natürlich ab. Da spricht man sich natürlich ab. Da werde ich natürlich nicht streamen, wenn Dexter streamt. Und Bollo wird wahrscheinlich nicht streamen, wenn Dexter streamt. Und man streamt nicht, wenn Sozi streamt. Und so weiter und so fort. Das ist
auch gar nichts Verwerfliches. Das ist halt einfach so. Aber das ist auch ganz cool. Insofern, oder was das betrifft, müsst ihr also auch gar keine Langeweile haben, weil, ja, voraussichtlich, vielleicht nicht jede Woche, aber fast jedes Wochenende irgendwie streammäßig irgendwas anstehen wird. Wobei Sozi auch gesagt hat, jetzt, ja, wenn das Studium wieder richtig losgeht, weiß er noch nicht genau, wie das streamtechnisch aussieht. Ich muss auch mal gucken, wie das streamtechnisch aussieht, wenn das Semester jetzt ein bisschen fortgeschritten ist, weil ich auch echt viel Hausarbeiten, Referate und so weiter machen muss. Das ist echt, boah, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Und, ja, da muss man mal gucken, wie das so streamtechnisch auf Reihe geht. Aber ich meine, ja, einmal ein Wochenende im Monat, beziehungsweise das ist ja meistens, also das ist ja nur ein Abend, ja, ein Tag, ein Abend. Ja, einmal im Monat vielleicht, das lässt sich bestimmt einrichten. Und, ja, dann ist auf jeden Fall in 2, 3, 4 Wochen auch wieder ein Corner-Stream zu erwarten. Dann wieder ein ganz normaler. Mein PayPal-Spendenkonto ist und bleibt jetzt auch auf meiner Seite einfach verlinkt. So, jetzt nicht mehr mit dem Hintergrund Scheiße, bei mir wurde eingebrochen, ne? Das Kapitel ist jetzt beendet. Aber einfach so von wegen, ja, wenn es Leute gibt, die mich einfach unterstützen wollen, Scheiße, dann können sie das da während eines Streams oder auch wann immer sie wollen tun. Also, ne, ich meine, da, das bleibt jetzt einfach offen. Warum auch nicht? Ich meine, ne, so ein Stream ist auch immer sehr viel Zeit, den man da rein investiert und nicht, dass er schlecht ist oder so. Ich liebe es zu streamen tatsächlich. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es gut läuft und so. Ich war mit meinen Streams jetzt bis jetzt immer nicht so ganz zufrieden, aber wieso schaffe ich das jetzt nicht? Das ist ein bisschen nervig. Ich war mit meinen Streams bis jetzt nicht immer ganz so zufrieden. Der 33-Stunden, also der 30-Stunden-Stream-Marathon war okay, hatte ich aber auch so ein paar Kritikpunkte von meiner Seite aus einfach, wo mir das dann, ja, dass der Stream nicht ganz so, also ich hatte einfach dann hier und da das Gefühl, ja, okay, da war es ein bisschen langweilig, da war es scheiße, da war es so schlecht. Aber das hat man, glaube ich, immer, ne, man hat ja immer was zu meckern. Ich sehe so einen Stream wahrscheinlich auch ein bisschen anders wie ihr, ne, ihr guckt den Stream und denkt euch, boah, cool, coole Community gewesen, cooler Chat, coole Spiele, Cornel hat ein bisschen gelabert, war ein guter Stream. Ich sehe das natürlich aus der Macherseite und es ist ja immer was anderes, ne? Das hört sich jetzt auch schon wieder so hochtrabend an, das soll jetzt gar nicht. Also das ist, meine ich damit auch gar nicht, aber ja, es ist halt einfach, ob du jetzt Stream machst oder Stream guckst, ist, glaube ich, ein Unterschied. Danke. Das war doch gar nicht so schwierig. So, jetzt gehen wir zurück in die Dark World. Da würde ich gerne, die Dark World würde ich gerne noch abschließen. Boah, sind noch ein paar Level. Und der Part ist auch schon alt. Aber naja, ist egal. Wobei, so alt ist er, glaube ich, doch noch nicht. Also, ich glaube, die 20 Minuten haben wir noch nicht. Ich habe halt jetzt momentan keine Stoppuhr an. Weil ich halt im Fenstermodus spiele. Und von daher brauche ich das nicht unbedingt jetzt eine Stoppuhr. Okay, da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich da lang muss. Okay, muss ich da kurz. Ich warte jetzt einfach mal kurz hier. So geht's auf jeden Fall. Wow, das hat sogar funktioniert, ey. Krass. Oh, und dann springt. Alter, bist du so blöd, Korn, oder tust du nur so? Ich glaube, da kommt man nicht so schnell durch. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es war so gut und dann springe ich so unnötig in diese dumme Kreissäge. Kann ich wohl da um diese riesige Kreissäge drumherum springen? Nee, das, also wenn ich ein bisschen höher wäre, würde das wahrscheinlich funktionieren, aber so eher nicht. Ich komme halt nicht ganz so hoch. Oh, nee, ich muss da eine Sekunde warten. Ich warte einfach hier unten eine Sekunde. So, und jetzt nach oben. Wunderbar. So, und dann hier runter. Und dann muss ich der Säge auch ausweichen. Ah, Timing. Ne? Timing. Timing wäre was. Wenn du sowas hättest, wäre von Vorteil bei dem Spiel. Ah. So, und jetzt hier einfach eine ruhige Kugel schieben. Wir haben das Pflaster, von daher können wir wahrscheinlich eh kein Sterne-Rang, was laber ich, kein A-Plus schaffen.
Also entspann dich einfach. So, und dann machen wir es jetzt nochmal. Nein! Wieso bin ich jetzt so schlecht? Ist aber auch schon ein bisschen spät. Meine Augen fühlen sich wieder so angestrengt an, tatsächlich. Ich habe das in letzter Zeit öfters, dass ich einfach finde, einfach das Gefühl habe, dass meine Augen müde sind. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Aber es ist dann einfach schwierig zu gucken. Das klingt jetzt total dumm. Es ist auch total dumm. Es ist nicht unbedingt schwierig zu gucken, aber schwierig, sich auf den PC-Bildschirm zu konzentrieren. Und das alles so in Hand-Augen-Koordination ist ein wenig geschwächt im Moment, glaube ich. Warum denn? Was ist denn das für eine Frage, Cornel? Weil du zu dumm bist? Da will ja. Krass, ey. Zack und hoch und hoch und wunderbar und super. Und eventuell reicht es ja noch. Ja, ich glaube, da hätte. Ich glaube, hier wird dann der A-Plus-Rang verkackt. Hier wird man dann daran gehindert, noch ein A-Plus zu kriegen. Ja. Weil man dann mit der Bandage da nicht in den richtigen Rhythmus kommt. Oder so. Naja, ist ja auch egal. Jetzt machen wir hier halt ein A-Plus nochmal ohne Bandage. Das muss man sowieso meistens ein bisschen getrennt voneinander angehen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sups, dups, dups. Wunderbar. Meat Boy, du bist ein bisschen scheiße. Nur ein bisschen, sonst mag ich dich. So, geh da hoch. Und jetzt da hoch, danke. Und das sollte der A-Plus-Rang sein, wunderbar. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dann können wir noch ohne große Probleme hier die anderen Level schaffen. Wir werden dann wahrscheinlich nicht alle Bandages haben. Ich glaube, mir fehlt da was. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm. Weil, ja, wir haben ja Zeit. Also, ne, wir können ja auch einfach im nächsten Part dann die erste Welt komplettieren, falls ich das hinkriege. Und A+, Bandage und A+, so muss es sein. Oh, das Level war auch ein bisschen kacke. Wobei, ne, es war gar nicht so kacke. Es war eigentlich relativ einfach. Um, ja, okay. A+, dankeschön. 17 Sekunden hat man da. Ja, lauf erstmal rein. Was fällt denn da runter? Ach so, Segen. Da ist auf jeden Fall wieder ein Pflaster, was ich, wie gesagt, gut gebrauchen könnte. Habe ich eigentlich meine Story jetzt zu Ende erzählt? Ich habe mir mega in den Finger geflänzt, ja. Es hat mega geblutet. Ich habe es unter das Wasser gehalten, hat irgendwann aufgehört zu bluten. Mir war ein bisschen schlecht. Wenn ich nicht betrunken bin, bin ich ein bisschen schmerzempfindlich, musste ich feststellen. Ich fand wirklich, dass es weh tat, als ich, letzte Mal getrunken habe, habe ich mir auch in den Finger geschnitten, in den Daumen. Da tat es mir nicht so weh. Und das war, glaube ich, noch ein bisschen ein etwas krasserer Schnitt. Ich bin mir da aber auch nicht mehr ganz so sicher. Ja, das ist Schwachsinn. Hier ist ja kein Bandage, oder? Dann kann ich doch eigentlich hier an die Wand und dann rüber. So ungefähr, ja. Dankeschön. A+. Und jetzt geht's los. Ein bisschen Tempo, Tempo, Tempo. Da ist ein Pflaster. Nein! Okay, machen wir nochmal. Ist das der Boss schon? Ne, ich glaube, es ist vor dem Boss, wa? Gibt es in der Dark World überhaupt den Boss? Ich weiß es nicht genau. Könnte sein, dass es in der Dark World den Boss gar nicht gibt. Oh, Mann, ey. Manchmal springt Meat Boy nicht. Da war immer noch ein A-Plus, wunderbar. Ach genau, das Level gab es auch noch. Ach, Mann. Nein! Okay. Entspann dich ein wenig, Meat Boy. Wir haben alle Zeit der Welt in dem Level. Sagte er und versuchte den A-Plus-Rang zu schaffen. Wow, das war knapp. Okay, wunderbar. Wow. A-Plus. Es gab kein Bandage, ne? Es gab kein Pflaster. Ich glaube nicht. Ja, hier gibt es den Boss nicht. Damit haben wir jetzt alles, außer dass uns noch... Uns fehlen 4 Pflaster. Ich guck mal ganz kurz hier in 7 rein. Ist hier irgendwo ein Pflaster? Seht ihr irgendwo was?
Nee, ich nicht. Hm, das ist halt jetzt die Frage. Die Verbände zählen auch für Licht- und Schattenwelt. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht so ganz genau. Ich glaube, hier fehlt uns noch, ein Portal. Ich glaube, eventuell hier. Kann das sein? Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ist halt die Frage, gucke ich das jetzt nach oder wie mache ich das? Also entweder hier, ne, hier ist kein Portal, dann in irgendeinem der nächsten Level. Irgendwo muss noch ein Portal sein. Und daher gucken wir jetzt einfach nochmal schnell. Hier ist aber auch nirgendwo ein Portal. Wahrscheinlich hier. Hier könnte ein Portal sein, ja. Da sitzt ein Hase, hier links. Und der wird nicht gedamaged. Hm, ne, hier scheint auch kein Portal zu sein. Manchmal oder immer verschwinden die Portale nach einer Zeit, aber wir sind ja hier nicht langsam. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie eine langsame Zeit hinpflanzen. Warum sage ich eigentlich hinpflanzen? Wer hat denn... Wo habe ich denn das Wort her? Na, hier ist auch keins. Hier war ja nur die... Da war nur das eine Bandage, also das eine Pflaster. Ne, dann gibt es hier keins. Ich könnte schwören, dass hier zwei so lila Portale waren. Ich könnte schwören, ja. Ansonsten könnt ihr mir ja, falls ihr es wisst, in die Kommentare schreiben und ich mache erstmal hier Ende und hole die Sachen nach. Ich würde sagen, so machen wir es. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht alles direkt auf Anhieb hier hole, weil... Ist ja Jacke wie Hose, ist jetzt nicht die allergrößte Herausforderung. Ich kann jetzt hier einfach weitermachen bei Chapter 2 The Hospital. Ich könnte auch selber nachgucken, vielleicht mache ich das auch. Aber wenn ihr es eventuell wisst, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Einfach nicht spoilern, aber wenn ich irgendwas nicht gefunden habe, dann könnt ihr es natürlich schreiben. Gut, dann geht's im nächsten Part mit Chapter 2 The Hospital weiter. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und die Dark World von Chapter 2, die kenne ich noch nicht. Das heißt, ab da wird es dann ein bisschen blind. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis dann, ciao, tschüss, euer Cornel.